Und damit herzlich willkommen zurück zu Zompiercer. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Ab heute auch mit neuer Qualität. Einerseits Mikrofon, wie man wahrscheinlich schon hören wird. Denn ich habe mir mein Traummikrofon gekauft, das Rode Broadcaster. Und ich kann es wirklich nur jedem dringend empfehlen. Das ist keine Werbung oder sonst irgendwas. Einfach nur meine ehrliche Meinung. Vielleicht mache ich auch nochmal ein Vergleichsvideo von dem Broadcaster im Vergleich zu dem NT1A, was ich vorher hatte. Aber man hört das auch schon deutlich, wenn man sich einfach eine der letzten Folgen anguckt und jetzt mal diese hier. Und außerdem auch noch mit Greenscreen, wie man sieht, beziehungsweise wie man nicht sieht, besser gesagt. Dann habt ihr nicht mehr so einen riesen Kasten, der euch hier so viel Bild von dem Spiel wegnimmt. Ich denke, das ist doch so schon insgesamt etwas schöner als vorher. Gut, wir haben die Weiche umgestellt und können jetzt endlich den Weg machen mit dem Zug dorthinter. Ich bin mal gespannt, was uns Schönes erwartet. Engine an, Bremse aus und volle Kraft voraus. Sehr, sehr schön. Lange haben wir darauf hingearbeitet und jetzt ist es endlich soweit. Wir können hier rechts lang fahren. Ich würde sagen, in der Zwischenzeit gucken wir schon mal ganz kurz, dass wir unser Inventar noch etwas aufräumen. An sich 250 Pistolenschuss, die brauchen wir doch im Leben nicht, aber hier passt kaum noch was rein. Hier haben wir noch ein bisschen Platz. Lasst uns mal 154 weg. Oh, das wollte ich nicht. 154 wegpacken. Dann haben wir noch 100 Schuss einstecken. Das ist ja mehr als genug. Die Bandagen können weg. Die Schüsse können weg. Das kann weg, das kann weg, das kann weg. Und dann haben wir 9 Kilo. Das passt doch. Dann lasst uns noch kurz was zu essen mitnehmen. Ich würde mich bloß etwas beeilen. Ich habe etwas Angst, dass wir vielleicht doch was verpassen. Haben wir hier 2 Tüten Chips noch. Vielleicht kommt ja noch ein kleines Dorf dazwischen oder zumindest einfach nur ein, zwei Räume. Aber es sieht bis jetzt noch nicht danach aus. Mal schauen. Ich bin sehr, sehr gespannt, ob es tatsächlich jetzt das letzte Dorf ist oder ob wir vielleicht sogar doch noch mehrere Dörfer jetzt haben, die wir abfahren können. Mal schauen. 67% Essen passt. Jetzt trinken wir noch was, dann haben wir 94% Trinken. Und dann sieht das doch alles schon richtig schön aus hier. Das ist doch mal eine schöne Sache. Schlafen müssten wir bald wieder. Naja, 3:45. Ein bisschen Zeit ist noch bis zum nächsten Schlaf. Okay, ein Ladebildschirm. Das heißt, wir nähern uns der ganzen Geschichte. Also wir hätten nichts verpasst, wenn wir jetzt einfach nur hinten im Waggon gestanden hätten. Aber trotzdem, es könnte natürlich sein, dass das die letzte Fahrt ist. Zumindest die letzte Fahrt in ein Gebiet, was wir noch nicht gesehen haben. Dass wir danach vielleicht nur noch nach hinten wieder, also rückwärts fahren. Und es sieht stark wie ein Tunnel aus durch den Berg hier. Das ist natürlich auch mal ganz cool. Schauen wir uns mal den schönen Tunnel an. Ich hoffe ja nicht, dass es im Tunnel endet. Dass wir jetzt gar nicht durch den Berg durchfahren, sondern im Tunnel stehen bleiben und dann vielleicht dort diese Notausgänge oder so lang machen müssen. Das wäre natürlich nicht ganz so geil. Verdammt Tunnel, ich verstehe nicht, wie Louis' Gruppe hier lebt. Oh, okay, also die scheinen hier zu leben. Ich hoffe mal, dass wir mit der Geschwindigkeit hier um die Kurve kommen. Oh, bitte jetzt nicht entgleisen. Oh, oh nein, es wird dunkel und gruselige Musik. Oh, ich sehe nichts. Ein Zombie. Und gleich bist du futsch. Ich mach mal noch meine Kopflampe an. Gut, dass wir uns die gebaut haben. Da sehen wir doch um einiges mehr. Und die nächste Kurve. Und schnell rum. Hui. Wie schön. Nicht. Gut, da hinten brennt Licht. Ich bin nicht weit vom Eingang. Zuflucht. Ich brauche zu verlangsamen. Ach shit, da hinten ist Ende der Wand. Nein. Schnell, schnell, schnell. Bremse. Okay, ein kleines Stück können wir noch. Ja, tatsächlich. Der Tunnel geht hier zu Ende. Ach Mist. Ich hatte es befürchtet. Jetzt wird's gruselig. Ja, super. Und wir haben wirklich hier diese Notausgänge. Och nein. Ich dachte es schon. Ich dachte mir, bitte lass uns durch den Tunnel durchfahren. Also durch den Berg und dann danach irgendwo ein fröhliches kleines Dorf finden, wo wir unsere Kumpels finden. Oh, der guckt ganz schön gruselig. Aber nein. Sag mal. Eigentlich ist der One-Shot. Ey, sind die jetzt stärker hier hinten oder was?
Wir haben nicht so viele Schuss. Wir müssen hier ein bisschen sparsam umgehen. Also zumindest was die Schrotflinte angeht. Pistole haben wir genug. Ich weiß gar nicht, ob wir noch Schrotflintenmunition im Zug haben. Oh nein. Da haben wir schon 150 Ausdauern. Das reicht immer noch nicht, ne? Wir müssen auf jeden Fall bald schlafen. Ach Mist, wir haben kein Energy mitgenommen. Naja. Okay, also. Lasst uns hier mal ein bisschen langsamer gucken. Ich habe schon wieder was gehört. Hier ist bestimmt gleich wieder einer. Wusste ich's doch. Okay. Ja, ich glaube, da kommt schon der Nächste. Der hat uns bestimmt gehört. Oh, oh. Ach, scheiße, jetzt wird's gruselig hier. Da ist ein Kotzi. Da ist ein Schneller. Erstmal Kotzi. Und Schneller. Jetzt haben uns bestimmt... Ja, jetzt hat uns noch einer gehört. Das war klar. Und dahinter ist noch einer. Hey, warum ist der denn schon wieder nicht gerutscht? Ich höre auf jeden Fall noch mehr Schritte. Also wirklich ein Glück, dass wir uns... haben diese Kopflampe gemacht. Gutes Deutsch, aber egal, ihr wisst, was ich meine. Dass wir uns diese Kopflampe gemacht haben, so rum. Weil ohne die, wenn wir jetzt bloß das von der Pistole hätten, das wäre natürlich sehr, sehr mager. Wir haben auf jeden Fall viele Kisten und finden dadurch natürlich auch eine ganze Menge an Metall. Noch ein Schneller. Steht hier noch einer hinter der Tür? Ich hoffe nicht. Ja, steht noch einer hinter der Tür. Du Sack. Oh nein, Kotzi. Nein. Scheiße, jetzt hat sie uns erwischt. Ach, shit. Scheiße, ich sehe nichts. Ach, shit. 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 Nein, lasst mich raus. Ah, scheiße, ich renne irgendwo hin, wo wir noch nicht waren. Ja. Ach, das war jetzt aber mal ganz kurz sehr, sehr gruselig. Oh, Mann. Wir haben gut Leben verloren. Wir hauen uns mal schnell so ein Pillendöschen rein. Hier haben wir noch einen. Oh, Mann. Das kann ja noch interessant werden hier unten. Ich hoffe... Ach, nicht. Wieder keine Ausdauer. Ich hoffe nicht, dass dieses Tunnelsystem oder Höhlensystem hier jetzt so extremst riesig ist. Können wir hier was befähigen? Nein, können wir nicht. Naja, wird so eine Steuerzentrale für die Züge gewesen sein. Aber da wir ja den einzigen Zug haben, der hier aktuell noch rumfährt... werden die Arbeitsstellen hier natürlich auch nicht mehr gebraucht. Wir haben generell immer nur eine Gleise, ne? Also wir hatten noch nie eine Gegengleise. Links daneben. Ging anscheinend immer nur ein Zug hin und zurück. Och nö. Schade. Ach, hä? Hä? Nein. Oh, nicht, dass wir hier doch noch den ersten Tod erleben. Ach, shit. Nicht so viele Polizeizombies, bitte. Ich mag die überhaupt nicht. Ach, und wir wurden schon wieder gehört. Na super. Eine Granate. Die packen wir uns gleich mal hier hin. Die könnte vielleicht noch nützlich sein. Es wäre geil, wenn wir jetzt hier das Gewehr finden. Okay, die gehen auch zu looten. Gewehrmunition. Sehr schön. Schrotmunition. Können wir auf jeden Fall gebrauchen und wir müssten mal noch schnell ein bisschen Dosenfisch essen. Wer kennt's nicht in so einer Situation hier unten? Kriegt man natürlich erstmal Hunger. Komischer Dude, den wir hier spielen. Also ich hätte alles andere außer Hunger gerade in der Situation hier. Okay, hier geht's anscheinend doch nicht weiter. Und Zettel. Südeingang zu den Tunneln. Dringende Nachricht von Luis. Eine Gruppe von... Linemen, die Schlüssel zum Südeingang versehentlich in den Tunneln abgeholt und noch nicht zurückgekehrt. Bitte senden Sie jemand von der Wache auf dem überfluteten Wohnzimmer. Doppelte Schlüssel wurden in einem der Schließfächer gespeichert. Ach ja, ist schon wieder richtig gutes Deutsch. Sie haben anscheinend jemanden losgeschickt mit den Schlüsseln zum Südtunnel und der kam nicht wieder. Und jetzt sollen wir irgendjemanden mit überfluteten oder im überfluteten Wohnzimmer schicken. Und es ist, ja... Ihr habt's ja, ich hab's ja gerade vorgelesen, aber so wirklich schlau draus geworden bin ich nicht. Da wär's mir fast lieber, wenn sie die Zettel in Englisch lassen.
dass man es dafür ordentlich versteht. Auch wenn mein Englisch nicht das Beste ist. Zwei sogar. Und Kotzi. Och nein, kein Kotzi. Ah, okay. Schrotflinten Nahkampf ist Kotzi auch One-Hit. Habe ich bis jetzt noch nicht gewusst. Ich dachte immer nur im Nahkampf. Aber bis jetzt haben wir noch keinen Schlüssel gefunden. Hier geht's noch runter. Ich möchte hier eigentlich nicht runter, aber wir müssen wohl oder übel. Oh oh. Was ist hier los? Das ist wirklich riesig hier unten. Ich finde am Ende nicht mehr raus. Ihr wisst, meine Orientierung. Die kann man eigentlich keinem erzählen. Wie schlimm die ist. Ach Mensch, wie weit geht's denn hier noch? Polizeizombies und Kotzi. Ich sage, wir töten erstmal Kotzi. Polizisten haben es nicht mitbekommen. Der kloppt da hinten. Erstmal dagegen. Ach, guck doch mal. Richtige Schuss im Nahkampf, ne? Und der ist trotzdem nicht... Oh nein, der hat ja ein Schild. Das habe ich gar nicht gesehen. Ich dachte, das sind zwei von denen hier. Oh, okay, den haben wir gut erwischt. Das hätte ich gar nicht gedacht, dass das so gut klappt. Okay, hier geht auf. Metall. Wir lassen den da drüben erstmal, würde ich sagen. Und wir gehen jetzt hier... Oh, Kotzi. Oh. Mann, ich habe mal ganz kurz auf meinen zweiten Monitor geguckt. Zu schauen, dass die Aufnahme läuft. Und zack, kam Kotzi. Ja, dann haut ihr doch so ein Pillendöschen rein. Mensch, meine Güte. Immer dieses Rumgehuste. Wird nicht krank gemacht. Wir müssen Luis finden. Ach, Mist. Warum wird das gerade... Ach du Scheiße. Wir müssen schlafen. Oh nein, da fängt er an, die Augen zuzumachen. Ach, das ist ja... Das ist... Oh nein. Ach, das ist ja wohl... Das Allerschlimmste, was hätte passieren können. Hier unten in dem Tunnel, dass der auf einmal... Na klar. Wer fängt da nicht auf einmal an zu schlafen? Ich bin so müde. Ich bin zwar in einem Tunnel voller Zombies, aber... Ich mache jetzt lieber erstmal die Augen zu. Hm, genau. Sehr, sehr realistisch, liebes Spiel. So, ich glaube, hier drüben mussten wir lang und dann wieder rechts, ne? Ach Mist, hoffentlich fängt er jetzt nicht auf einmal... Ach du Scheiße, das macht's ja noch gruseliger. Ah. Schnell zum Zug. Oh Mann. Wir fahren den da mal noch ein kleines Stück weiter vor. Los, lauf doch. Ja, jetzt verschnauf doch nicht. Der weiß auch nicht, was er will. Verschnaufen, schlafen. Zombies. So, schnell rein hier, Tür zu und dann legen wir uns schlafen. Wie spät haben wir es denn? 20 Uhr. Naja, dann ab 10 Stunden. Na Gott sei Dank. Das war wirklich jetzt ein bisschen gruselig. Ich dachte mir, warum fängt denn der auf einmal an, das Sichtfeld dunkler zu machen? Und jetzt haben wir es herausgefunden. Ist uns auch noch nicht passiert. Ich könnte nicht unbedingt schlafen in der Atmosphäre hier, aber naja. Wenn das so ein schläfriger Typ ist und die Müdigkeit ihn einholt, dann... Was wollen wir machen? Ich würde sagen, wir bauen uns jetzt erstmal noch einen Schrank, weil die Schränke sind schon wieder... Na gut, hier passt noch was rein. Dann lasst uns hier erstmal noch ein bisschen reinpacken. 220 Pistolenmunition. Ne, 120 packen wir weg. Also mit 100 Schuss laufen wir sicher in 50. Davon ist okay. Die Kartoffeln können noch weg. Granate belassen wir noch. Wir essen jetzt noch schnell die zwei Dosen. Was die geben? Ah, die geben nur 15. Naja, dann können wir auch die dritte Dose noch essen. Dann trinken wir noch schnell zweimal Wasser. Und dann geht's auch schon weiter. Vielleicht nehmen wir uns noch was zu essen mit. Weil die Frage, wir haben bis jetzt größtenteils Holz und Metall gefunden. Dann würde ich mir vielleicht doch lieber mal noch zumindest zwei so eine Dosen mitnehmen. Nur für den Fall der Fälle, dass wir wirklich gar nichts finden. Oh Mann, das ist ganz schön gruselig. Ich hatte wirklich nicht... Also ich hatte wirklich gehofft, dass wir eine Stadt finden oder eine kleine Base, die vielleicht von Zombies
so umzäunt ist, sage ich mal, wir uns durchkämpfen und damit dann unsere Kollegen befreien. Aber genau das Gegenteil ist der Fall. Bis jetzt ist ja noch gar nicht viel mit Kollegen. Aber hier war zumindest schon mal ein Brief vom Luis. Und unser Charakter hat ja auch gesagt, wie die denn hier leben konnten, unsere Gruppe. Also wird es doch wahrscheinlich doch hier sein, dass wir auf Freundschaft treffen, auf Freunde. Mit einem Schuss, also es geht anscheinend auch. Und wir haben ein Level Up, aber wir gehen definitiv auf Ausdauer. Wie gesagt, 40 Kilo können wir mittlerweile tragen. 160 Ausdauer ist schon was Schönes. Vielleicht kriegen wir das noch hoch auf 180 oder vielleicht sogar 200. So, der haut dagegen. Ich will erstmal schnell Kötzchen töten. Ah, wir hätten uns mal neuen Baseballschläger machen können. Sehe ich gerade. Oh, und der auch. Da muss man wirklich schon verdammt gut treffen. Können wir ja eigentlich schlagen, ne? Der ist ja eh abgelenkt von der Tür. Beim dreimal schlagen und der ist tot. Das schafft man einfach nicht, wenn die sich bewegen. Es ist nicht machbar. Oh je. Es wird immer mehr Gänge und Abzweigung. Und es wird auch immer gruseliger. Weil desto tiefer es geht, desto gruseliger wird es meistens. Ah, die ziehen uns kaum noch was ab, ne? Durch die Rüstung und so, die wir haben. Wir lassen uns mal treffen, 113. Die ziehen gerade mal 4 ab. Wahnsinn. Das ist schon was Cooles, was wir uns hier zusammengeschlüstert haben. Oh, guck mal, hier ist überflutet. Der hat doch was gesagt mit Schlüssel im überfluteten Wohnzimmer. Also, es sieht jetzt nicht unbedingt wohnlich aus, aber... Oh, ein fettiger Fetti. Und noch ein kleiner. Und der hört mich. Hallo. Mal gucken, ob man es hier... Guck mal, Schließfächer und überflutetes Wohnzimmer. Oh. Nein. Da haben wir den letzten einfach nicht auf den Kopf getroffen. So, wir schauen mal. Nichts. Und hier haben wir einen Schlüssel, jawohl. Südportal in die Tunnel. Okay. Ja, nur gut, dass wir einen Kompass haben und direkt wissen, wo hier Norden und Süden ist. Aber das wird sich schon noch früher oder später rausstellen. Wir werden bestimmt dann vor einer verschlossenen Tür stehen. Und damit... Ja, wo gehen wir lang? Moment, das sieht fast aus wie die Zugstrecke. Ja, das... Ah, okay, wir sind wieder hier rausgekommen. Das ist ja schon mal ganz gut. Vielleicht ist ja das Süden, aber hier war jetzt keine Tür. Dann gucken wir mal. Ich würde mir ganz gerne noch mal einen Baseballschläger bauen, bevor wir hier weitermachen. Weil der geht bald kaputt. Und nur schießen... Weiß nicht, da habe ich ein bisschen Angst um schwierige Momente, wenn wir dann doch keine Munition mehr haben sollten. Wir brauchen Holz, Metall und wir brauchen noch Stoff. Dann nehmen wir mal kurz den Stoff hier mit. Bauen uns den. Und dann machen wir uns wieder so einen schönen draus. Ich frage mich immer noch, wozu das Doppelstockbett da ist. Vielleicht hätten wir das bauen sollen und hätten die Anne schon längst gefunden. Versteckt sich vielleicht die ganze Zeit vor uns. Weil die sich denkt, oh nee, der will immer, dass ich bei dem schlafe, aber der hat nur so ein kleines Bett und dann heißt das ja gezwungenermaßen, dass wir kuscheln müssen. Wer sich mal ein größeres Bett kauft, dann zeige ich mich auch wieder. Vielleicht versteckt die sich ja mit Absicht. Und tut die ganze Zeit nur so, als würde sie von Zombies verfolgt. 8.18 Uhr, wir haben es noch sehr früh, obwohl die Uhrzeit eigentlich auch ganz egal ist hier, weil ganz ehrlich, es ist stockduster. Dann würde ich sagen, 9 Kilo haben wir, das passt. Machen wir uns nochmal hier auf dem Weg rechts, weil da ging es ja auf jeden Fall noch wo lang. Und zwar dort rechts, wo der Zombie geschlagen hat. Da müssen wir definitiv nochmal hin. Damit wir hier alles einmal angeguckt haben. Hier rechts waren wir ja, genau. Da war bloß dieser kleine Raum. Das war nämlich hier unten und dann rechts. Und wie es da aber weitergeht, das sehen wir dann in der nächsten Folge. Vielen Dank erstmal fürs Zuschauen. Ich hoffe,
Ihr findet es genauso spannend wie ich. Ich bin auf jeden Fall auch sehr gespannt, wie es hier weitergeht. Und dann sehen wir uns morgen 19 Uhr wieder. Macht's gut.